Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was sie alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Wenigstens sonst sie keinen Irrenhaus um sein Haus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Ihr Verstand lag in Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert. Manchmal gekreischt. Aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Ganoven und Spanne. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Was du erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer? Also wirklich. Sieh mal, Alice. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. So. Ja, mir ist aufgefallen, dass mein Computer wieder mal macht, was er will. Und das Programm, mit dem ich die Audiospuren jetzt aufnehme, hat mal wieder, was heißt wieder, habe jetzt gemerkt, hat das falsche Mikrofon angesprochen ist von meinem Laptop. Deswegen ist die Tonqualität von dem, was ich sage, in den vorherigen Videos. Das müssten so die zwei, drei davor gewesen sein, nicht so super. Das ist mir jetzt aufgefallen, allerdings sind ein paar schon hochgeladen, aber für die Videos, die noch kommen, nehme ich das jetzt nochmal auf. Und ich hoffe, das mal klingt es dann auch besser. Muss es eigentlich. So, dann schauen wir jetzt mal, wo wir jetzt sind. Wir sind wieder in der Stadt. Na, Ohren aufgesperrt? Yo, hab mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit den dreckigen Morden. Wer war's denn? Wenn du sowas wissen willst, dann frag jemand anderen. Ist da heute jemand empfindlich? Bin doch nicht dein Hündchen. Kannst selber scheiß Laufbursche spielen. Ich bin nett, alle Zimmer messen. Radcliffe sollen wir jetzt finden. Dass wir wieder in der Stadt sind, hab ich ja schon ein paar Mal gesagt. Da ist wohl jemand gestorben. Das erkenne ich an einem Sarkophag. Sarg-Sarkophage. Verdammt, sind wir in Ägypten? Nee, nur Sarg. Würde ich Ihnen höchstens die Hand schütteln, Sir? Angesichts der Qualität der Ware erscheint mir das Angebot mehr als großzügig. Sie wissen, mit Frauenherzen umzugehen, was? Und wenn Sie Ihre Börse nicht ein wenig weiter öffnen, ist das auch alles, mit dem Sie umgehen? Wir werden uns sicher einig. Du würdest mehr verdienen, wenn du weniger reden würdest. Meine Lippen sind versiegelt. Aber nein, Schätzchen, das wäre gar nicht gut. Zu viel Information. Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen.
So, schauen wir mal. Hübsche Bude hat der Kerl da. Vollgestopft mit einem Haufen orientalischem Zeug. Eine alte Schriftrolle aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe Mine. Chinesen erfanden diese Tinte durch Mischen von Ruß, Lampenöl, Eselsau, Gelatine und Moschus. Er weiß erstaunliche Dinge. Zumindest glaubt er, viele erstaunliche Dinge zu wissen. Was gibt's hier? Kamin, Sessel, noch mehr Vasen. Schicker Hut. Eine tolle Uhr. Ein außergewöhnlicher Deckenleuchter. Lampen an der Wand. Und ein paar hübsche Katanas und eine Magizaschen. Radcliffe, der aus spannenden, was Drucks machen kann. Was spannenden Drucks machen kann. Sagt, die gebogene Klinge sei ein Maitu-Katana. 16. Jahrhunderts und die kürzere eine Reinbacker-Magizaschen. Beide Samurai-Waffen. Oh ja, ich und meine Lesekunst. Ich glaube, das muss immer besser bleiben. Ganz viel tolles Zeug. Ah, da ist er. Sag mir doch mal Hallo. Hallo. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Psychotischer Schub? Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Oh, nicht so melodramatisch, Mädchen. Aber kurios ist es schon, dass plötzlich alles so ist. Erinnert ein bisschen an spontane Zeitreisen. Aber um Zeitreisen geht es hier schließlich nicht. Auch wenn die Zeit für manche eine große Rolle spielt in dem Spiel. Für den Hutmacher zum Beispiel. Für die Hasenbombe. Alles leer. Alles liegen gelassen und noch immer gekommen. Schauen wir nach der Hintertür. Da, da ist er ja. Und es schneit. Ich hoffe zumindest, dass es Schnee ist. Was macht denn der Admiral hier? Admiral da. Da steht er scheinbar nur so gut. Pilze waren vorher noch nicht da. Sollen da, glaube ich, auch nicht sein. Und die Pilze auch nicht. Und dieses Geräusch auch nicht. Und das sowieso nicht.